zurück auf meinem Kanal hier, meine Lieben. Ja, der Monat ist wieder um, der Monat Juni, und wir haben aufgebraucht XXL. Wow, meine Tasche ist rappelvoll. Ja, und natürlich, wer kann es gebrauchen? Ich habe da wieder 5 Produkte drin, die ich an euch weitergeben möchte. Falls ihr Interesse habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare, an was ihr Interesse habt, und natürlich entscheidet das los, wie immer. Jo, wir fangen einfach an, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Und ja, aufgebraucht, einmal, ja, ich habe es noch nicht aufgebraucht, aber ich habe sie im Gebrauch, oder beziehungsweise einen davon. This Lip Balm is Bananas, habe ich mir nämlich rausgenommen aus dem Trashy. Riecht null nach Banane, finde ich persönlich. Also anders wie das Shampoo und die Spülung. Finde ich recht seltsam, dass das irgendwie so gar nicht nach Banane riecht. Aber ich habe da im Moment halt einen im Gebrauch, und ich wechsle die immer so alle halbe Jahr wechsle ich die wirklich aus. Wahrscheinlich macht ihr es auch öfters. Ich nehme den ja immer mit auf der Arbeit. Als Schutz halt für die Kälte so ein bisschen. Und da habe ich ihn jetzt mal ausgewechselt. Ich glaube, den ich ausgewechselt habe, habe ich auch hier drin. Ja, dann ja, bin ich im Moment jeden Morgen so an Augenpads am Testen, weil ich habe noch so viele gehabt. Und deswegen möchte ich die jetzt mal auch probieren. Ja, da hatte ich diese hier. Das war nix. Isana Hydrogel Augenpads. Ey, die waren furzentrocken. Total trocken. Reinfallen. Saßen gut. Sind nicht gerutscht oder irgendwie sowas. Aber waren total trocken. Da frage ich mich, Aloe Vera. Hallo? Spendet die nicht eine Feuchtigkeit? Sollte man annehmen, ne? Aber, nö. Ja, dann ist diese Seife in meinen Seifenspender gewandert. Muss ich sagen, ist eine schöne Seife. Auch vom Geruch her. Genau, von Yves Rocher Bice Delicious. Also mit Beeren. Die schwammt wenigstens auch. Dann bin ich froh, dass ich das jetzt leer gemacht habe. Denk mit Allzweckreiniger. Frühlingsmoment kann ich gar nicht empfehlen. Vom Geruch her. War das, glaube ich? Ja, nee. Das riecht so ein bisschen nach Klo. Und wer will denn auch... Also mit Klo will sie ja irgendwie keiner hier... Will ja keiner wischen, ne? Also nee, das ist nix. Mm-mm. Dann bezahle ich lieber 1 Euro mehr und Hohmeister proper. Dann riecht es wenigstens auch vernünftig, ne? So, leer gegangen ist auch Kneipp Aroma Pflege Schaumbad Glückliche Auszeit. Ich glaube, das hatte ich mal aus dem Trash herausgenommen oder so. Roter Mohn und Hanf. High wurden wir jetzt nicht dadurch, aber wir konnten baden. Auch im Sommer. Ja, Schmutzradierer von Profissimo. Ihr wisst ja hier mein absolutes Lieblingsteilchen. Die kommen dann öfter mal hier vor. Wer noch nicht Schmutzradierer ausprobiert, holt sie euch. Ausprobiert hat, holt sie euch. Kriegst du alles mit weg. Besonders wenn sich Katzen, beziehungsweise oder Hunde, so an Ecken reiben, ne? Wie unsere Türen oder irgendwie sowas. Da kriegst du das auf jeden Fall geil mit weg. Ja, das ist auch ein Kuschelweich, was ich mir immer wieder kaufe, wenn es im Angebot ist, im Lidl. Woanders habe ich das nämlich noch nie gesehen. Kuschelweich Premium Luxus mit kostbarem Moringaöl. Das duftet so gut, wenn die Wäsche auf dem Balkon hängt und der Duft so reinschwebt ins Wohnzimmer. Liebe ich. Toilettensprüh ist einmal leer gegangen. Was hatte ich denn das mal? Beach Days and Waves. War jetzt auch nicht so der beste Geruch, fand ich persönlich. Aber ist ja auch immer alles Geschmackssache. Ja, dann einmal hier Frosch. Glasreiniger Spiritus, das war gut. Ja, ich weiß immer gar nicht, gibt es einen Unterschied zu Frosch und der Eigenmarke zum Beispiel von Balea? Ich weiß es nicht. Das ist immer nur, glaube ich, den Namen, den du mitbezahlst, ne? So, dann habe ich einmal, oder Monique hat einmal leer gemacht, Badeschaum von Bilou Badesalz. Dann habe ich leer gemacht, ja... Diese hier. Ich war ja von der Maske begeistert. Aber diese hier würde ich nicht weiterempfehlen, weil die rutschen. Vielleicht sollte man auch nicht eine Hausarbeit dabei machen, wenn man Augenpads drauf hat, aber das müssten die eigentlich schon aushalten. Rutschen leider muss nicht sein. Also die würde ich mir dann kein zweites Mal holen von Nivea. Die Maske war top, aber die waren leider nicht so toll. Ja, kann ich alles noch annehmen, ne? Juti, ja. Juti müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden viel. Die sind immer klasse, die Under-Eye-Pads.
Das waren die mit Kollagen, Hyaluron, Zauberstrauch. Ich weiß nicht, was Zauberstrauch ist. Googelt mal, schreibt es in die Kommentare. Was ist ein Zauberstrauch? Aber die waren geil. Dann, ja, die Rainbow Hydrogel Under Eye Pads. Die hatte ich von Action mitgenommen. Die waren sehr gut. Also, wenn ihr die seht, nehmt sie euch mit, gönnt sie euch. Total toll, wenn man das morgens wirklich mal macht. Ne? Packt die Dinger in den Kühlschrank oder auch mal in den Gefrierschrank. Taut ja eh sofort nach einer Minute wieder auf. Also die sind echt klasse so. Man wird auch wach. Ne? Und man sieht nicht so aus wie ein Streuselkuchen. Ja, Spa Moments Oriental Spa Duschschaum, Verwöhne Haut und Sinne von Cien. Das ist ja so, ja, nachgemachte von Rituals. Ich fand es jetzt vom Geruch her sehr gut, auch vom Schaum her. Also, ne, Rituals, wissen wir alle, ist nicht das günstigste. Wir haben auch, als wir in München waren, auch in einem Rituals-Laden aber drin. Ich glaube, es gibt sogar zwei da in der Fußgängerzone. Da waren wir einfach zu teuer, ne? Also da irgendwas zu kaufen, no. Dann guckt einfach mal bei Amazon, da gibt es diese Sets in etwas kleiner, aber und da kann man sich für 20 Euro mal so ein Set kaufen. Das finde ich noch akzeptabel. Alles andere finde ich einfach überteuert. Ja, Spüli ist leer gegangen von W5. Zitronenfrische habe ich das mal mitgenommen. Eigenmarke von Lidl. Das war kacke. Entschuldigung, das war nix. Also, was war das für eine Seife? Bui, pfabui. Altea Organics Liquid Soap mit Kamille und Calendula. Habe ich erst gesagt, juhu, das war, glaube ich, mal in der Box drin. Ja, also das war eine ganz schreckliche Seife. Die war flüssig wie Wasser. Die hat weder geschäumt noch irgendwas anderes gemacht. Ich habe sie aufgebraucht. Ich hatte sie ja in meinem Spender drin. Grauenvoll. Eine grauenvolle Seife. Nee. Weiß ich nicht. Nee. Also, muss ich nicht mehr haben. Nee. So, ja, dann hatte ich noch iPads von UT Recharging Retinol von Germany's Next Top Model. Die habe ich mir mitgenommen aus, als ich mit meiner Schwester im Urlaub war, da waren wir ja in Österreich, am Wilden Kaiser. Und da war ich natürlich im Beeper drin und da hatten sie die und da habe ich die mitgenommen. Die fand ich gut. War mit Glamour Glow und Glitter Edition. Ja gut, musst du nicht haben, sieht einfach schön aus. Ne? Aber, ne, Beauty halt. War auch klasse. Dann haben wir die hier, Wonder Beauty. Ja, die Gold Eye Masks. Die waren auch der Knaller. Also die haben wir, glaube ich, auch schon oft genug in Boxen gehabt. Die sind einfach klasse, ne? Man merkt dann schon manchmal doch die Qualität, wenn es ein bisschen teurer. Ja, leer gegangen sind auch wieder hier diese Balea Reinigungstücher 5 in 1 Happy Melody. Das ist eine Limited Edition. Ja, die nehme ich ja immer hier für meine Swatches. Hier habe ich noch ein volles liegen. Das kann dann weg. Dann habe ich, oder besser gesagt, nee, doch, ich habe es leer gemacht, weil ich hatte es im Flur stehen. Da war nur noch eine Pfütze drin und dann nehme ich das halt immer meistens als Raum Spray von Max for Man. Ist dann jetzt auch leer gegangen. Die ist im Moment im Gebrauch. Die Co-Cleansing Bar Cocoa und Coconut Superfood Facial Cleansing Bar. Die hat der Experte im Moment im Gebrauch. Ja, mit Stückchen ist die drin. Er findet sie gut. In Dusche oder Bad mit den Händen aufschäumen und gründlich abspülen. Also, ne? Seife halt. Was willst du da noch großartig zu sagen? Seife halt. Einmal Zahnpasta, das ist so meine, die ich benutze. Hoppala, die Sensodyne Sanftweiß, also wenn ihr empfindliche Zähne habt, empfindliche Zahnhälse oder irgendwie sowas, dann kann ich euch die empfehlen. Die wurde mir nämlich auch empfohlen von einer lieben Zuschauerin. Danke nochmal dafür. Ich muss immer ein bisschen gucken an meinen Akku, weil ich habe den noch genommen von dem vorigen Video. Mal schauen. Ja, weiter geht's mit Augenpads von Balea. Die sternförmige Hydrogel-Augenpads noch aus dem Adventskalender. Habe ich einfach, die waren super. Die waren super. Also top mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Kann ich überhaupt nicht meckern. Dann, oh, die waren klasse. Die waren klasse. Von Shiseido. Auch Shiseido. Shiseido.
auch mal Pets, die anders waren. Die waren unheimlich groß, also die gingen so hier so und hatten keine flüssiges Serum, sondern ein Cremeserum, also wie eine Creme. Die waren richtig toll. Habe ich leider noch ein Package schon gehabt. Kann ich empfehlen. Habt ihr die? Nutzt ihr die? Nutzt sie. Ach, Stefanie, du mit deinem Deutsch. Ja, Cien. Ich hole das auch oft halt beim Lidl, ne? Shampoo, Anti-Schuppen-Shampoo für Monique. Das war Lemon. Wir hatten jetzt mal Apple. Jetzt hatten wir Lemon. Lemon. War vom Geruch her gut. Halt von der Pflege auch. Passt. Ich wechsle das sehr gerne. Dann haben wir hier nochmal. Oh, guck mal. Hey! Hier ist noch eine Slipperlage drin. Hoppala! Ja, die nehmen wir aber raus. Die brauchen wir aber noch, ne? Machen wir das. Slipperlagen, ja, ihr wisst ja, einmal always für mich die besten Slipperlagen, beziehungsweise auch die besten Binden. Ich habe immer large, fühle ich mich einfach am sichersten mit. Die können wir noch benutzen. Und ich muss sagen, ja, sieht blöd aus, ne? Guck mal, die schnüffelt am Binden. Ja, sei mal froh, dass die nicht benutzt ist, ne? Andere schnüffeln an Schlüpper. ja, die riechen immer noch gut von always. Ich weiß auch nicht, kommen immer von Höchstchen auf Stöckchen, ne? Ja, Augenpads, Isana Summer Wipes, Limited Edition Hydrogel Augenpads. Da habe ich einfach nur hinten drauf geschrieben, WOW, also wow. Ja, die waren geil. Fresh up mit Hyaluron, Koffein und Melonenextrakt. Tolle Pads von Isana. Tapatapa. So, dann einmal Denk mit, jetzt habe ich auch das Richtige geholt, Toilettenhängeding. Mit WC Blauspüler. Ja, Flower habe ich mal mitgenommen. So ein Zweierpack. Riecht auch immer sehr gut und riecht nicht nach Klo. Hydrogel Augenpads. Na, wer hätte das gedacht? Von Balea diesmal. Das waren diese orange-lila, ne? Orange-lila. Ja, habe ich auch nur ein Wort für gehabt und zwar wow. Die gibt es auch noch bei DM. Habe ich nämlich gesehen. Der Experte schon nicht. Das wäre aber arschfrüh. Das wäre arschfrüh. Das wollen wir nicht, ne? Ich bringe meinen ganzen Tagesablauf hier durcheinander. Ja, es ist nochmal hier leer gegangen. Wollte ich halt auch mal reintun. Kartoffel-Allrounder habe ich. Ich habe Fußball ja auch schon von Just Spices was reingetan. Nein, ich habe keine Kooperation. Will einfach nur sagen, ob es gut ist oder nicht. Und dieser Kartoffel-Allrounder, das ist fast Mist das beste Gewürz, ne? Das ist der Knaller. Also, das muss ich unbedingt mal wieder auch nachbestellen. Ja, das riecht schon so geil und schmeckt einfach geil. Und ist einfach geil. Ja. Deo, wir fahren nach Lodge. Deo. Darf Zinkkomplex, ja, unser stärkstes Aluminium-Deo, wenn immer noch so ein bisschen drin ist, nehme ich das meistens auch so als Raum. Aber das ist vom Geruch her richtig gut. So schön pudrig. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Neu. Stand da drauf. Neu. So. Augenpads. Ja, die habe ich jetzt endlich mal getestet. Ich glaube, die habe ich schon monatelang. Hab die mal irgendwann gekauft. Die Hydrogel Eye Patches von Essence. Ich fand sie super. Könnten allerdings dünner sein. Die sind unheimlich dick. Und das fand ich jetzt nicht so toll. Ja. Aber von der Pflege her war es ganz gut. Ach, Schmutzradierer, wer hätte es gedacht? Die zweite Packung ist auch leer gegangen. So, es geht weiter im Text. Wir haben noch lange, wir sind noch lange nicht am Ende. Die habe ich, glaube ich, aber vom Action mitgenommen. Duck Toilet Gel Eukalyptus. Ja, also ist halt wie WC-Ente, ne? Ja. Augenpads. Isana Hydrogel Augenpads. Genau, das waren diese. Mit irgendwas mit Himbeeren. Vitalisieren mit Vitamin C und Himbeerextrakt. Ja, die waren gar nichts. No. Also, nein. Nein. No. Ja, es ist nicht immer alles gut, ne? Jo, Rasierer. Also, falls ihr mal irgendwie so auch Einwegrasierer sucht, die kann ich wärmstens empfehlen hier von Gillette. Simply Venus. Sind zwar nur zwei Klingen, aber ich nehme die für alles, auch für den Intimbereich und ihr schneidet euch nicht in die Mumu. Ist das wieder das perfekte Thema hier? Ja. Es ist so.
die iPad-Maß, komm, anderes Thema. Sehr gut rutschen etwas, habe ich allerdings geschrieben. Angels of Attraction, das waren so Engelsfrühlügel. Ich weiß immer auch nicht, ob man das wirklich braucht, diese Form, aber da ist man schon Opfer, ne? Jo. Nochmal von Schäbensdismar. Sehr gut, könnten etwas feuchter sein, fand ich. Also ich finde da manche echt ein bisschen träuge, ne? Ja, ist eigentlich schade. Die Lovely Rose Augen Gel Pads. Aber ich fand es gut, das waren längere Gel Pads. Das steht nämlich auch dabei. Wenn die dann wirklich von vorne hier so bis hier vorne gehen, finde ich genial. Jo. Schäbens kann das nämlich auch ganz gut. Ich hatte mal wieder hier den Weichspüler von Softlan. Okay, der Düfte Kokos und weiße Blumen. Ich kann ihn nur empfehlen. Findet man allerdings, glaube ich, nur beim Rewe und Edeka. Ja. Falls ich da nochmal wieder bin, werde ich mir den nochmal wieder mitnehmen. Ich finde den mega vom Geruch her. Ich liebe Kokos. Dann ist eine richtig gute Spülung leer gegangen. Und zwar von Schauma. Fresh It Up Pflegespülung mit Passionsfrucht. Fettiger Ansatz, trockene Spülung. Pizzen, die ist Bombe gewesen. Echt Bombe. Ich glaube, hatten wir in der Krampustüte drin. Fand ich mega. Mega toll. Mega toll. Jo, mega toll fand ich auch den Geruch hier. Profissimo. Parfümöl, Granatapfel, wisst ihr, habe ich immer so im Flur stehen bei den Katzenklos. Ne? Und das ist dann auch mal wieder leer gegangen. Habe ich hier geplempert? Oh mein Gott, es ist heute so voll. Es ist heute so voll. Ja, einmal diese Kur ist auch leer gegangen von Schwarzkopf-Gliss-Kur. Ich bin nicht die Einzige, die die benutzt, David auch. Versiegelung 2 in 1. Also ich finde diese Schwarzkopf-Gliss-Kuren in diesem Pott immer sehr gut. Vom Geruch sind die top, von der Pflege sind die top. Ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Und da hat man auch ein bisschen was von. Jo. Ich glaube, mit denen habe ich angefangen. Evelyn Cosmetics, Cooling Compress Hydrogel, iPads. Was habe ich hinten drauf geschrieben? Sehr gut. Ja, sehr gut von Evelyn Cosmetics. Und wenn, ich muss jetzt immer so Ausschau halten bei Trash-Paketen, die kommen und so, ob da wieder iPads drin sind, die werde ich mir dann immer rausnehmen, weil irgendwann sind die auch mal alle, ne? Und doppelt und dreifach braucht man die ja nicht kaufen, dasselbe und dasselbe und dasselbe. So, ich muss gleich mal ein Päuschen machen, dann kann ich auch meinen Akku wechseln. Nochmal Yuti iPad Mask, auch von Topmodel Joy of Jungle. Anders, aber sehr gut, weil die musstest du nicht hier drunter machen, die musstest du hier drum machen. Fand ich aber wirklich sehr, sehr gut. Ja, anders, aber gut. So, den hier noch und dann machen wir ein Päuschen. Woo Light Fabric Refresher, also von Airwick Cotton Fields und Magnolia, war sehr gut als Raumduft. Fand ich echt klasse. Ich weiß nicht, wo ich den gekauft habe. Habe ich den beim Action gekauft? Ja, beim Action. Ja, kann ich nur empfehlen. So, einmal Päuschen, bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder und jetzt sind wir auch auf der sicheren Seite mit dem Akku und ich brauche da nicht immer drauf achten. Weiter geht's dann. Aufgebraucht. So, was haben wir denn hier noch? Achso, das und aussortiert natürlich. Das kommt aussortiert. Ja, Febreze. Kannst du auch den wegtanzen, wie war das? Textilerfrischer, nee, finde ich ganz gut. Ist jetzt dann auch mal leer gegangen mit Lenore-Duft. Also kann ich da eigentlich empfehlen. Eigentlich. Sieht auch bescheuert an, ne? So, dann einmal die Isana Aloha Hawaii Augenpads. Erfrischend mit Hyaluron und Ananasextrakt. Mega. Mega waren die, habe ich hinten drauf geschrieben, sobald man, also wenn man das noch sehen kann oder lesen kann. Also mega. Ja. Ist doch ganz, wenn sie gut abschneiden, ist immer gut. Ne? Also hast du auch kein Geld in den Sand gesetzt. Dieses T-Shirt, Leute, dieses T-Shirt ist jetzt nicht das beste T-Shirt. Ne? Das hatte ich, glaube ich, mir vom Primark gekauft. Also, das ziehe ich nur vor der Kameraden draußen her nicht. Ja, Profissimo Topfreiniger, ideal für Edelstahltöpfe, Pfannen und Oberflächen. Auch leer gegangen. Und einmal die Spee Power Caps. Die waren ja auch in der Krampustüte. Habe ich aber auch mal zugeschickt bekommen. Ja, ich benutze ja diese Waschpads sehr gerne.
Allerdings habe ich jetzt auch mal gehabt, das war, glaube ich, die Lidl-App. In der Lidl-App, ihr kriegt ja so viel geschenkt, also ladet euch die unbedingt mal runter. In der Lidl-App habe ich nämlich jetzt Waschmittel geschenkt gekriegt. Flüssigwaschmittel benutze ich jetzt auch. Ja, Schenkengau, guckst du nicht ins Maul, ne? Ja, Siehl-Fleckengel, eins für alles, ist auch leer gegangen. Kleiner Tipp, ich habe dieses Fleckengel in so eine Sprühflasche getan und damit lässt sich das auch wunderbar dann verteilen. Ja, und das hält, ne? Das hält hier ohne Ende 1,3 Liter. Aber ist jetzt ja auch mal leer gegangen. So, dann von Vernell ist leer gegangen. Lange eine frischer Morgen. Kann ich das empfehlen? Ja, riecht auch sehr gut. Also Weichspüler, ne? Ist ja immer, der eine benutzt Weichspüler, der eine eher nicht. Ja, dann haben wir noch Bilou Badesalz leer gemacht. Dann bitte zu Badesalz großartig sagen, ne? Ja, nochmal Spee Power Caps. Ich habe ja unten dann halt so eine Schüssel, da sind meine Caps dann alle drin und dann nutze ich die auch. Und einmal Badeschaum für Wassernixen. Ist auch von Dresdner Essenz. Ist dann auch einmal leer gemacht worden. So, dann ist auch mal leer gegangen. Da bist du auch irgendwie froh drum, wenn doch mal ein Duschgel leer geht, ne? Vom Geruch her kannst du es dann auch irgendwann nicht mehr sehen. Triacle Moon Endless Summer Pflegedusche mit Aloe Vera und so ein frischer Duft. Ist jetzt dann auch mal leer gegangen. Ich finde allerdings diese Größe mit 375 Milliliter viel besser wie die mit 500. Kriegst du nämlich auch mal leer. Dauert zwar auch ein bisschen, aber... Ne? Ja, noch ein Badesalz von Balea ist leer gegangen. Also das ist immer nur einen Monat die Tasche, ne? Einen Monat. Nicht zwei Monate, nicht drei Monate. Einen Monat. Also wir sind schon sehr fleißig im Aufbrauchen. Das kannst du nicht anders sagen. Denk mit Vollwaschmittel 3 in 1 Cups. Ja, wie gesagt, ich schilde die ja immer um. Brauche ich die Verpackung nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Was hast du denn hier drin? Gehörst du da rein? Du gehörst da rein. Aber muss ich keine Ahnung. Ja, was soll ich dazu sagen? Diese Hydra Skin Effekt Ampullen waren der absolute Oberburner. Ja, von Nivea Innovation Pures Hyaluron. Das hat so richtig noch ein bisschen geschäumt im Gesicht. Ich fand die klasse. Aber die sind auch teuer, ne? 2,5 mal höher konzentriert. 7 Tage Ampullenkur, Gesicht, Hals, Dekolleté. Fand ich mega. Ich habe hier nämlich noch eine Ampulle stehen. Von, auch vom Geruch her. Ich kann die nur empfehlen. Gönnt, wenn ihr euch mal wirklich was bisschen teureres gönnen wollt, dann sind die klasse. Ja. So sieht das nämlich aus hier. Ja, oder der General Bergfrühling, oder? Bergfrühling, der riecht auch gut. Den kannst du auch gebrauchen. Ja, aber der andere? Boah, nee. So, dann haben wir noch einen Regenbogen hier mal leer gemacht. Du musst ja auch mal irgendwas gebrauchen, ne? Farbgalaxy Badesprudel. Jo, hat das Badewasser dann schön bunt gemacht. Wir nähern uns dem Ende. Man glaubt es kaum. Leer gegangen ist nämlich auch Haarspray. Also ich benutze das zum Beispiel immer, wenn ich diese Frisuren hier mache, dann, dass es ein bisschen Halt hat. Fand ich ganz gut. Ja. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt zum anderen, aber passt. Haarspray. Was willst du da noch sagen? Haarspray. Es muss halten. So, da kommen wir gleich zu. Genau. Ich hole mal eben mein das hier hoch und greife jetzt einfach mal so da rein. Da kommen wir auch gleich zu. Augenpads. Balea Hydrogel Augenpads mit Holo-Effekt, mit Hyaluron, Drachenfrucht und Vitamin C. Die waren Bombe, habe ich drauf geschrieben. Also ihr seht, diese Eigenmarke Balea oder Isana, die taugen genauso wie die teuren, ne? Ja, kannst du nicht meckern? Kannst jetzt auch nicht meckern. Mitchell and Peach. Erklär, Moment mal. So, da bin ich wieder. Ihr müsst nämlich wissen, ich mache ja immer noch Intervallfasten. Und manchmal ist es dann halt so, da muss ich auch was trinken, weil dann wird mir schlecht. Dann kriege ich halt Magenschmerzen, weil ich dann halt nichts gegessen habe. Und das war gerade so. Ne? Gemächt gemacht. Ja, da muss ich dann erstmal was trinken, damit der Magen auch Ruhe gibt. Mitchell and Peach, ja, das war das Bodyöl. Das habe ich jetzt endlich mal leer gemacht. War gut. Ich mag Bodyöle.
im Sommer lieber wie Body Lotions, weil die ziehen dann ja nicht so ein und sind ein bisschen matschiger auf der Haut. Dann lieber ein Bodyöl. Kann ich übrigens empfehlen. Im Sommer besser Bodyöle. Ja, einmal Jessa, die Binden mit Flügeln, sind auch leer gegangen. Ach, die war toll. Yves Roger Handcreme Pomme de Yves. Das waren zwar Winterapfel, ich habe ja immer eine Handcreme im Wohnzimmer auf dem Tisch stehen, kann ich auch nur empfehlen, damit ihr sie auch benutzt. Ich benutze die auch für Füße, Hand und Füße. Die hatte so einen tollen Geruch, wirklich nach Bratapfel. Habe ich ja trotzdem auch im Sommer benutzt. Fand ich mega gut. Mega gut, auch von der Pflege. Ja, jetzt ist sie leer. Aber ist ja auch gut, dass mal was leer geht, ne? So. Ja, das ist auch leer gegangen. Ich glaube, das war das letzte jetzt davon. Liquor, ätherisches Öl, Zitrone. Also wenn sie die nochmal haben, werde ich mir nochmal so einen Schwung holen. Die waren richtig gut. Dann einmal Denk mit Glasreiniger, Konzentrat. Auch leer. Und nochmal Schmutzradierer. Junge, was war hier los? Ja, meine Schwester war zu Besuch. Ich habe einen Putzwahn gehabt. Ja, dreimal Schmutzradierer. Man glaubt auch, hier wohnen die größten Ferkels, ne? Ja. So, dann ist noch leer gegangen von Dr. Botanicals Cleanser mit Grapefruit und Wassermelone. Ja, damit habe ich auf jeden Fall mein Make-up gut runterbekommen. Ja, ich habe ja immer so einige im Bad stehen, beziehungsweise in der Dusche, Badewanne. Ja, dann ist nochmal das Deo leer gegangen. Wie gesagt, das war richtig gut. Ich glaube, das war auch in der Dingsbox, ne? Hier, Krampustüte. Dann, das war shit. Das war shit. Less Dress, More Facials, das Face Scrub. Also das ist in so einem Set drin und das gibt es beim Action, lass die Finger davon. Da hast du fast gar keine Peeling-Körnchen drin. Das war schlecht. Ich habe es trotzdem aufgebraucht, aber es war schlecht. Ja, ach, dann war die Dekurs dahin. So, viel haben wir jetzt hier nicht mehr. Ich greife hier mal überall, ich hole mal alles raus, was jetzt hier noch drin ist. Und dann kann ich wieder neu befüllen, Leute, ne? Wow. Ja, hier sind noch Ampullen drin. Einmal von Balea, die Beauty Fact Ampulle. Sehr gut auch, ist auch in so einer 7-Tage-Kur. Und hier habe ich noch eine drin, ich glaube von Avon. Oder? Ja, von Avon. Auch gut. Dann noch ein Toilettensprüh Bubble Berry Splash. Ach, guck mal, hier war doch noch eins. Liqueur Orange. Ja, ätherisches Öl. Jetzt ist es aber endgültig alle. Ich habe nämlich ganz im Schrank stehen. Muss mal eben hier ein Tuch nehmen. Die Hände sauber machen. The Ferkels. So. Noch eine Balea Hydrokur Beauty Effect Lifting Kur. Sehr gute Ampulle. Dann einmal, mein Deo ist leer gegangen. Hydrofugal, starker Schutz, Klassik, dezenter Duft. Also ich benutze immer diesen Roller. Super. Du riechst nie nach Schweiß. Der ist auch leer gegangen. Den habe ich allerdings nicht auf Arbeit benutzt, sondern immer nur zu Hause nach dem Duschen. Nourishing Secrets Limited Edition. Sommerritual, fand ich gut. War ja auch so ein Stick vom Geruch her. Du hast auch nicht gestunken. Das ist schon wichtig, ne? Moment, die Katze macht die Tür auf. Ey, du musst ja echt aufpassen, ne? Schnecke, die macht immer die Türen auf. Die will überall dabei sein. Das ist ganz schrecklich. So, wir müssen jetzt hier mal zum Ende kommen, ne? Noch mehr Pausen geht nicht. Ja, die ist auch leer gegangen. Die Banana Hair Mask von Action. Da habe ich aber jetzt schon wieder eine neue im Gebrauch. Also die ist so super, ne? Hole ich mir immer beim... Nee, das ist der Nachbar. Ja, noch eine Ampulle und zwar von Avon. Ich glaube, so viele habe ich jetzt gar nicht mehr. Dann ist das auch leer. Ja, natürlich musste auch mal wieder eine Haarkur dran glauben von Swissopar Pferdemark Haarkur. Liebe ich ja, diese Haarkuren. Dann, ja, kommen wir jetzt gleich zu aussortiert. Nee, erstmal hier zu meinem Maskentest. Da habe ich einmal getestet, die Balea Flower Dream Tuchmaske mit Rosenblütenextrakt. Die war, weiß ich nicht. Ach nee, die hatte, glaube ich, meine Schwester getestet, ne? Ich meine ja. Ich weiß es nicht. Wo kommst du her?
Wo kommst du her? Aber ich glaube, die war ganz gut. Ich habe nichts draufgeschrieben. Hm. Seinstuchmaske vom Experten. Ja, ihr seht ja immer, was der Experte für ein Theater macht, wenn ich hier Maskenwoche habe. Ne? Ich fand, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie er sie fand. Er kann ja eigentlich auch mal was dazu sagen, aber ich glaube, er findet jede Maske doof. Ja, das ist doch die Igelmaske vom Action. Sehr gut genug Serum Wellness Feeling. Dann diese mit Rosenextrakt. Super entspannt. Reichlich Serum der Hit Action. Dann die Flash Mask Hydrate. Also ich kann gar nichts mehr anderes sagen, außer hier steht der absolute Mega-Hit. Der absolute Mega-Hit, diese Maske. Ja, und dann haben wir noch die Salt House Totes Meer Therapie Anti-Tuchmaske. Anti-Tuchmaske, Anti-Hautstress-Tuchmaske. Passform, schlecht, Pflege gut, wird zu schnell trocken. Also würde ich dann Finger weg. Lass die Finger davon. So, dann habe ich aussortiert einmal die Isana Verwöhnmaske. Das ist noch aus dem Adventskalender gewesen, will ich jetzt auch nicht mehr benutzen. Mit Mandelmilch und Kokosmilchextrakt. Ich bin sowieso eher jetzt so ein Fan geworden, wirklich auch von Tuchmasken und nicht mehr von Crememasken so. Dann habe ich das jetzt aussortiert, weil ich gar nicht weiß, wartet ein, ich glaube, das ist ja Peel-Off-Mask, genau. Habe ich aber jetzt aussortiert, ja, da muss ich auch mal trennen. Aussortiert habe ich noch die Balea Gesichtsmaske aus dem Adventskalender und die Face Mask aus dem Action Adventskalender. Und hier, wie gesagt, der musste auch aussortiert werden. Isana Lippenpflege Glamour. Der war aus dem Adventskalender. Halbes Jahr ist um. Ihr seht, ich habe den auch gut gebraucht. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Da muss auch noch was Neues. Ne? So sieht der nämlich auch aus. Ja. War mit Schimmer. War schön. Von der Pflege her. Und ja, die ist mir leider jetzt hingefallen. Die Lidschattenpalette hier von Technik. Ja, jetzt kommt sie aber weg, weil ich habe auch jetzt keine Lust dazu pressen und tralala. Ja, die muss dran glauben. Und nein, Leute, ich schicke sie keinem zu. No. Ich muss mal eben jetzt hier über meinen Tisch gehen. Weil kaputt ist kaputt und dann kommt es weg. Na, ich tue ja immer ganz genug hier in aufgebraucht und aussortiert und wer kann es gebrauchen und so. Ich glaube, da findet jeder was. Und das muss dann auch nicht sein. So, da kommen wir nämlich jetzt zu. Meine Tasche ist leer. Und hier habe ich wieder 5 Produkte drin für euch. Und da fangen wir einfach mal an. So, es ist CC-lastig, sage ich dazu. Als erstes haben wir hier drin von CC diesen Desert Time. Ich weiß nicht, was ist es? Was ist es denn? Augenbrauenstift? Ich muss nochmal selber gucken. Der hat auf jeden Fall ein super schönes Packaging, ne? Und, ach, das ist ein Augenbrauenstift mit einem Spoolie hinten dran. Ja, diese Farbe, ich würde sie jetzt gerne swatchen, kann ich aber nicht. Machen wir nicht. Das ist die Farbe, tja. Ich würde sagen dunkelbraun bis schwarz. Dunkelbraun bis schwarz sind wir dabei. Das ist ein Augenbrauenstift mit einem Spoolie dran. Das finde ich cool, aber leider für mich zu dunkel. Ne? So, dann haben wir noch einen Highlighter hier drin und zwar den von Essence, den mit den Dinosauern hier. Extra Crispy Highlighter. Der war mir dann doch ein bisschen zu gülden. Ich habe natürlich auch benutzt, aber war desinfiziert alles. Also, falls ihr da Interesse dran habt an diesem Highlighter, einfach unten reinschreiben. Dann kommen wir nochmal zu CC und das ist der Living Colorfully Lip Gloss. Zeigen wir euch natürlich. Der ist wunderschön. Wunderschön. Ne? So sieht er aus. Aber ich habe Lipglosse ohne Ende. Ich habe auch Lippenstifte von CC ohne Ende. Glitter Lip Gloss mit so einem Krönchen oben drauf. Ja. Aber du kannst das alles nicht gebrauchen. Besonders Lippenprodukte, deswegen, ne, haben wir den dabei. So, dann kommen wir noch zu einer Sache von CC und die war auch in einer Box drin, aber mir zu dunkel. Das ist eine Foundation gewesen und die packe ich da natürlich nicht in eine Verlosung, sondern besser hier rein, damit ihr wählen könnt. Und die ist, ja, so sieht sie aus, ne,
hat halt einen gelben Unterton. Ich hatte natürlich schon mal was rausgemacht, weil ich nicht wusste, wie funktioniert die mit mir zusammen, aber no. Und sie haben halt in Japan halt so einen gelblichen Unterton, ne? Und ja, ich zeige es euch nochmal, damit ihr es richtig sehen könnt. Also falls da einer Interesse dran hat, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Und dann kommen wir natürlich noch zu einer Lidschattenpalette, wie immer am Schluss. Und da habe ich die I Heart Revolution Angel Heart Palette. Genau. Eine etwas buntere, würde ich sagen. Hat keinen Spiegel drin, muss aber auch für mich überhaupt gar kein Spiegel drin sein. Ich muss ganz einfach mal hier. Und ja, natürlich auch eine gebrauchte von mir, ne? Und ich habe die Farben halt auch in vielen anderen Paletten drin, wie ihr sehen könnt, mit Pink und so. Und die ist dann halt auch Pink, Rosa. Hier vorne haben wir noch was Helles, auch ein ja, Braun-Grauton, auch mit Schimmerglitzer. Also so sieht die Palette aus und ja, dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig, falls ihr Interesse habt und einen der 5 Dinge, schreibt es mir unten in die Kommentare und ja, damit bin ich fertig. Das war mein Aufgebraucht für den Monat Juni. Tasche ist wieder leer, ich kann wieder befüllen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt gesund. Danke fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao.